Und wir sind hier wieder bei einer neuen Folge von Space Engineers. Heute machen wir mal nichts Geplantes. Wir haben ja das Schiffchen hier fertig gebaut. Ich habe euch das Schiff hier gezeigt. Wir haben euch gezeigt, wie die Kanonen hier reagieren und was sie mit dem Schiff dort hinten angestellt haben. Und mir ist gerade was aufgefallen. Ich habe ja noch was gefunden. Und zwar fliege ich da mal schnell hin. Und zwar habe ich da mal ein Schiff hingeflogen. Und habe wohl mal verkehrt rum Raketenwerfer hingebaut. Beziehungsweise ich habe, während ich die Raketenwerfer abgefeuert habe, habe ich mich gedreht. Und dann ist das hier passiert. Also das Ding steht wirklich fix auf einer Stelle und dreht sich. Es bewegt sich auch sonst nirgendwo hin. Es dreht sich einfach und der Spin bleibt natürlich beibehalten. Und das wird sich jetzt wofür immer da drehen. Vielleicht baue ich da was drumherum als magisches, weiß ich nicht, magisches Schiff, das sich dreht. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Da überlege ich mir irgendwann später mal was. Ja, was machen wir heute? Mir fällt da ehrlich gesagt gerade gar nichts wirklich ein. Das Ding hier, was ich hier hingestellt habe nochmal. Darauf kann ich eigentlich mein dickes Schiff mal eben parken. Ah, das Doofe ist, hier war was am Motor. Ne, ich werde das Ding mal schnell löschen. Das nimmt sowieso unnötig Speicher weg. Werden mal gucken, dass wir vielleicht ein bisschen Schaden machen mit ein paar Schiffen oder so. Dass wir gucken, was wir so drauf haben mit unseren Waffen. Und vielleicht nochmal Panzerung und sowas vergleichen. Ich habe ja mein dickes Schiff hier, habe ich jetzt nicht aus einer schweren Panzerung, aus einer schweren Panzerung gebaut. Weil, weil das so schwer gewesen wäre. Und dann hätte ich es wohl möglich gar nicht erst zum Laufen gekriegt. Hätte so viel Energie und Triebwerke gebraucht. Naja. Ja gut, ich weiß gerade wirklich nicht, was ich machen soll. Ich versuche hier noch eine Folge zusammenzukriegen, damit ich noch einen Lauf habe, um danach vielleicht noch ein bisschen Überschuss zu produzieren. Und dann brauche ich mir mit den Folgen aufnehmen keinen Stress mehr machen, sondern brauche immer nur noch ein paar Stück machen und nicht mehr eine komplette Woche aufnehmen. Weil der Lauf halt da ist. Ich werde jetzt erstmal, glaube ich, mir einen Hangar bauen. Genau. Ich würde mal sagen, wir bauen uns jetzt einfach mal einen Hangar. Und zwar, bauen wir den. Wir haben hier unser schönes Schiff gebaut und da würde ich doch mal sagen, dass wir dazu natürlich auch das passende Häusle bauen. Wollen wir mal gucken, was ich für eine Farbe nehme. Ich habe gerade meinen Hut aus. So, jetzt hier. Ich mache jetzt erstmal so. Ich werde das mal kurz eingrenzen, was ich vorhabe. Und zwar wollte ich gerne... Na, komm schon. Wieso zeichnet mir... Ah, jetzt... Was soll denn das? So. Irgendwie schafft er gerade das Gebäude nicht. Oh, Entschuldigung. Das war jetzt ein kleiner Hustenanfall. Ja, was ist denn jetzt hier los? Also irgendwie. So, baue ich mir den hier direkt dran, den Hangar. Mach den Symmetrie-Modus mal hier weg. Brauche ich erstmal nicht. So. Gut. Das werde ich mir wegnehmen. Muss aber hier. Mal ganz kurz. Ich fliege hier merkwürdig. Langsam merke ich gerade. Ich weiß nicht, ob das an der Gravitation hier liegt, die ich mir aus Versehen gebaut habe, oder. Ich muss eben kurz. Weg damit. So. Weiter geht's. Ja. Ich bin ganz schön langsam. Also, ich weiß nicht, woran es liegt, weil laggen tut es eigentlich nicht. Es läuft eigentlich recht flüssig. Kann ich mir jetzt auch nicht so wirklich erklären. So. Machen wir jetzt mal so, dass wir von hier aus nämlich dahin fliegen. Was haben wir denn hier? Wir haben hier auch viele Trümmer und alles. Was ist das denn hier? Hier ist Trümmerteil. Warum hängt das Ding denn hier? Okay. Kann sein, dass sie die Waffen danach gesucht haben.
Hier haben wir auch noch ein paar Teile. Hier ist auch noch so eins. Ah, jetzt weiß ich warum. Ich habe mir hier eins hingebaut und hatte die Symmetrie in beide Richtungen. Und deswegen habe ich mir überall so ein Teil hingebaut. Weg damit. Weg damit, weg damit, weg damit. Das Fahrzeug steht hier sicher. Das kann ich dann später auch in den Hangar fahren. Das hier brauche ich alles nicht. Das ist jetzt der Hangar auf der anderen Seite, weil ich den Symmetriemodus an hatte. Brauche ich auch nicht. Ja, mache ich das mal kurz weg hier. So. Alles klar. Das nehme ich mal auch schnell weg hier. Gut. Hier sind Löcher drin. Auch mal stopfen. Erstaunlich langsam. Kannst du mir nicht erklären. Wahrscheinlich ist zu viel gedönst hier jetzt. Mit dem neuen Schiff, mit den ganzen Trümmern, die hier rumfliegen und so, das kann natürlich sein. Wow, meine Nase ist da verstopft. Ich werde mal das Ding hier löschen, was hier rumfliegt. Vielleicht habe ich dann weniger Speicherverbrauch. Das kotzt mich, um ehrlich zu sein, wirklich an, dass ich jetzt so viel Schleim im Hals habe und meine Nase auch ewig so zu ist. Das tut mir auch wirklich leid. Das Problem ist halt nur bei meiner Arbeit. Ich arbeite so viel mit Holzstaub und auch Lack und allem möglichen Mist. Und da bleibt das eigentlich gar nicht aus, dass man nur noch Schnupfen hat. Jedenfalls bei mir nicht. Ich habe wohl eine Staubüberempfindlichkeit, weiß es nicht. Ja, das ist ein bisschen nervig. Vielleicht gewöhne ich mich mit der Zeit noch dran. Ich habe mir so eine coole Gasmaske jetzt für die Arbeit gekauft. Mir egal, was sie dazu sagen, aber Hauptsache ich kann beruhigt. Ne? Och, hier ist mein Prototyp von dem anderen kleinen Schiff noch. Komischerweise sieht der sogar noch ganz okay aus. Aber ich glaube, ich fliege mit dem mal ein bisschen rum. Das ist dasselbe Modell, nur halt ohne Farbe. Wie es aussieht. Stelle ich mir einfach schon mal in den Hangar, da kann ich zum Beispiel Prototypen, die ich gebaut habe, unterbringen, dass hier nicht alles doof rumfliegt, sondern alles schön im Hangar untergebracht ist. Hier habe ich jetzt ja erstmal nur das Fundament. Der hat auch noch keine Landefläche. Uiuiui. So, vielleicht. Mal ein bisschen runter. Ich weiß nicht, ob der Landebeine hat. Das sehe ich ja gleich. Wenn nicht, dann Pech gehabt. So. Guck mal eben schnell. Doch, der hat Landebeine, aber hier ist ein Triebwerk im Weg. Ich wette, wenn ich jetzt hier runterfliege, zerhaue ich mir erstmal das Triebwerk. Ja, noch ein bisschen weiter runter. Wunderbar. Juhu, das erste Schiff ist drin. Nö. Gut. Ja, gut. Werde ich mal eben schauen. Ich baue mir das Ding jetzt erstmal. Bauen wir das erstmal ein bisschen in die Höhe jetzt. Fünf, sechs. Ich glaube, ich muss sechs nach oben. Ja. Sechs. Und danach. Da. Von hier nach da hinten. Schön, schön. Sechs. Sechs. Auch. Gut. Das ist jetzt der Vorbau.
Das ist natürlich jetzt, eigentlich sollte er höher sein. Da kann ich mir nämlich noch größere Schiffe unterbringen. Das werde ich vielleicht auch machen. Ja, ich weiß nicht. Ich kann das ja mit dem anderen Schiff, was ich hier gebaut habe, ja mal vergleichen, weil Schiffe in der Größenordnung sollen dort auch Platz finden. Dass ich meine kleine Garage hier habe. Ich werde den wahrscheinlich jetzt mal da parken. Ich muss wahrscheinlich noch Landefüße, muss ich später noch. Meine Güte. Landefüße noch anbringen. Das dauert jetzt ein bisschen. Ja, da muss ich halt noch ein paar Triebwerke mehr reinbringen. Das kann man nach und nach alles schön verbauen. Erstmal gucken wir, dass es so passt, aber ich glaube, das passt nicht. Obwohl, wie es aussieht, passt das sogar sehr locker. Und dann ganz hinten in der Ecke. Ja, das passt auf jeden Fall. Das Problem ist jetzt irgendwie... Achso, das ist der Schatten. Ich dachte, ich habe eins so hoch gebaut. So. Ah. So, ganz knapp über dem Boden. Mal eben gucken, wie tief kann ich denn noch? Oh, ich kann ja sogar noch viel tiefer. Ja. Irgendwann ist aber auch mal Schluss. Ja, jetzt gleich. So, da muss ich aufpassen, dass ich ganz sanft lande. So, mehr geht nicht. So, wunderbar. Ja, passt locker rein. Also da muss ich halt nur vorsichtig reinfliegen, dass das so funktioniert. Dann mache ich mir erstmal ein Dach, um das ein bisschen zu besiegeln hier. Hat es geklappt? Mal sehen, ob da vorne ist. Nee, da muss ich noch eine Reihe, zwei Reihen noch hinbauen. Also. Blapp. So. So. Gut, jetzt kann ich mal eben gucken, ob ich hier vielleicht sowas wie Glas oder so noch verbaue. Ich muss ja noch ein bisschen Licht hier reinbringen. Hier werde ich wahrscheinlich dunkel machen, weil das von hier nach da. Genau, hier werde ich einen Durchgang machen, dass ich die zwei Gebäude hier nämlich verbinden kann. So. Und zwar so. Ah, die sind noch einen Block voneinander entfernt, wie es aussieht. Ach, kein Problem. So. Machen wir es so. So, dann würde ich sagen, dass ich hier nach vorne und hier dasselbe. Genau, genau auf der Höhe. Und gucke, hier muss ich was wegmachen. Gut. Wie habe ich hier gerade? Achso, ne. So. Alles klar. Dann machen wir es hier genauso. Eben hier. Bauen. Obwohl, ne, so. So. Das passt schon ganz gut. Den hier wegnehmen. Und hier darüber. Alles klar. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Die brauche ich mal lieber einzeln, bevor ich hier einen Fehler mache.
So, wir sind da vorne. Gut, sieht schon mal gut aus. Hier will ich jetzt noch so zur Abgrenzung einen durchziehen. Einen durchziehen hier natürlich. Einen durchziehen. Den noch und den noch. Den will ich hier sowieso komplett dicht machen. Ja, den mache ich komplett dicht. So. Alles klar, dann haben wir nämlich hier schön Fenster. Oben werde ich auch noch was reinmachen. Und kann jetzt hier so ein bisschen Feinheiten machen. Zum Beispiel sowas hier. So. Das sieht doch cool aus. Sehr cool. Hier auch noch mal ein bisschen. Und der da hinten hin. Gut, sorry fürs ganze Schweigen, tut mir leid. War jetzt mal eine Konzentration mal wieder. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier Scheiben hinkriege. Mach ich irgendwann später. Mal eben gucken. Was sagt die Uhr? 16:58 Uhr. Müssen wir mal gucken. Aber das ist erstmal gut so. Ich guck mal, ob ich. Ja, wir haben hier sogar noch Gravitation, das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. So, hier komme ich ohne Probleme jetzt durch. Ich werde hier nochmal das hier dicht machen. Gut. Wir können schon mal sagen, geht's weiter. Gut. Na, Moment mal. Ich mach mal. Sowas hier. Das sieht doch cool aus. Gut. Auch jeder Bescheid. Dann geht's hier rein. Hier gibt's leider keine langen Tore. Das ist natürlich auch blöd. Aber das sieht schon richtig cool aus. Jo. Richtig schöner großer Hangar. Hier werde ich noch ordentlich Licht reinmachen und Scheiben. Und die Scheiben muss ich, glaube ich, von außen machen. Mal gucken, ob sie überhaupt so klappt, wie ich mir das vorstelle. Glotzen, glotzen, glotzen. Ah, komm schon. Habe ich den Trägheitsdämpfer aus? Nee. So, ich werde mir mal ein paar Scheiben eben kurz raussuchen. Und zwar brauche ich invertierte Scheiben. Aber ich nehme mir auch mal die normale hier. Und dann gibt es den hier. Wobei man die langen 1x2 1x2 schräge. Die könnte man natürlich auch als Schrägen bauen. Werde ich aber nicht machen, glaube ich. Dann werde ich mal das hier nehmen. Und das invertierte werde ich nehmen. So, und jetzt gucken wir einfach mal. Wenn wir das hier machen. So. Alles klar, das sieht schon mal richtig aus. So. Sieht schon fast aus wie ein Raumschiff. Vielleicht lasse ich es auch wie ein Raumschiff aussehen. Das wird sich ja zeigen mit der Zeit. Das Doofe ist jetzt, wenn es nicht ganz passt. Scheiße. Das ist blöd. Okay. Jetzt kann ich mir die nämlich alle nochmal wegmachen.
bis nach hinten durch und gucken, dass ich das erste Mal mit den mit denen hier mache. Hier einen hinsetzen. Das ist doof. Ich hätte eigentlich lieber lange Fenster gehabt, nur da muss ich irgendwie planen, weil einer genau übrig bleibt. Und wenn einer übrig bleibt, dann kann ich nicht an beiden Seiten einen setzen, weil dann bleibt wieder einer übrig. Das heißt, ich muss irgendwo in der Mitte einen setzen. Das heißt, wissen, wo der eine ist. Jetzt zum Beispiel mal hier. Das wäre jetzt zum Beispiel die Zweier, die wir gerade hatten. Einfach mal jetzt so weit setzen, bis hier zum Beispiel. Mal gucken, ob es passt. Was habe ich genommen? Habe ich den genommen? Genau. So. Dann hier ein Einer zwischen. Und theoretisch sollte es dann eigentlich passen. Na, sag ich doch. Wunderbar. Dann machen wir das gleiche nochmal hier oben. Vielleicht mache ich da auch einfach später eine Säule hin. Gucken. Je nachdem, was besser aussieht. Ja, wieder falsch gebaut. Jetzt so ein bisschen höher. Das gleich nochmal hier. Gut, hier haben wir ein Problem. Warum passt das nicht? Ah, ich hab nicht. Ah, so, deswegen. Irgendwie hat er das falsch übernommen. Naja, ist auch klar, ich habe ihn komplett durchgezogen. So, jetzt aber. Es hört sich immer an wie Drogengespräche. Ich habe ihn komplett durchgezogen. Naja, was soll's. Hoffentlich gibt es dann auch invertiert hier. Mal gucken. Ja, das müsste richtig sein. Ja, wunderbar. Wunderbar. Und die Musik im Hintergrund kann ich auch immer wieder betonen. Hört sich wirklich super an. Boah, das sieht wirklich cool aus. Das gleiche hier jetzt auch nochmal. Hoffen wir, dass es da passt. Na? Jo, das passt ganz genau. Da haben wir Glück gehabt. Wissen wir das nächste Mal Bescheid. Da habe ich natürlich jetzt nicht eingeplant. Hätte ich das mit eingeplant, hätte ich das auch passend gebaut mit der passenden Blockanzahl. Ist jetzt auch egal. Passt ja jetzt. 7. Okay. Ach Quatsch, ich habe hier noch einen und noch einen. Nein, Quatsch. Ich habe mir Scheiße gebaut. Moment. Wie ist das passiert? Ich habe was falsch gemacht. Ach, Scheiße. Ich habe hier irgendwie falsch gedreht. So? Ja. Gut, passt. Passt wunderbar. Und eigentlich sollten wir jetzt hier noch eine Glasdecke machen, aber eigentlich gibt es hier nichts zu sehen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das machen soll. Ich glaube, ich lasse es einfach mal weg. Und jetzt ein langer Weg zurück. Geil. Ach, komm schon. Also ich habe es immer schwerer zu fliegen, komischerweise. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ob das jetzt mit dem Update gekommen ist und irgendwas oder keine Ahnung. Boah, das ist ein ganz schön langer Weg hier, muss ich sagen. Aber geil. Ja. Das ist wirklich richtig cool geworden. Gut, dann würde ich mal sagen, haben wir jetzt erstmal lange genug rumgebaut. Sage ich erstmal Tschüss für diese Folge und in der nächsten bauen wir hier an dem Hangar einfach mal weiter. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.